mal ganz kurz erklärt, wieso wir jetzt genau diese beiden Funktionen hier auf eine schreiben können. Und zwar, weil f von xs ist y, richtig? Und g von xs ist ebenfalls y. Das heißt, sie sind gleich. Das wollte ich noch einmal kurz einfügen, damit es auch ganz sicher klar und verständlich sein ist. So, Entschuldigung, yS, weil wir den Punkt xS aufsuchen. Genau, formen wir das nun um, haben wir die allgemeine fertige Funktion xS ist gleich dg minus df durch kf minus kg. So. Ein paar werden sich jetzt fragen, so, okay, Entschuldigung, aber wie kommen wir jetzt von da auf so, I don't get it. Und zwar habe ich das nochmal genauer zusammengeschrieben, um das hier Step by Step nochmal durchzugehen. Achso, ja. So, also das, die erste Zeile erkennen wir schon. Kf mal xs plus df ist gleich kg mal xs plus dg. Unser erster Schritt ist, df auf die andere Seite mal zu bringen. So, das haben wir hier notiert. Bitte immer das dazu schreiben, was ihr macht, damit ihr den Überblick nicht verliert. Kf mal xs ist gleich kg mal xs plus dg minus df. Gut. Der nächste Schritt ist nun minus kg mal xs. Habe ich hier notiert. Bringen wir auf die andere Seite kf mal xs minus kg mal xs ist gleich dg minus df, bleibt ja übrig. So, jetzt ist die Frage, okay, wie können wir denn jetzt, jetzt haben wir 2xs, wie können wir denn jetzt 1 machen haben? Was machen wir denn da? Herausheben. Das sagt euch bestimmt was. Wir heben es einfach heraus mit Hilfe Bildung von Klammern. Weil wenn wir das denn jetzt multiplizieren würden, müssten wir ja beides wieder mit xs multiplizieren. Das heißt, xs, Klammer, kf minus kg ist gleich dg minus df. Und jetzt der letzte Schritt, einfach die Klammer dividiert kf minus kg auf die andere Seite wieder und die Funktion xs minus dg, xs ist gleich dg minus df durch kf minus kg. Genau. Einfach ganz genau darauf achten, vorsichtig langsam arbeiten, dann übersieht man nichts und die Regeln nicht vergessen mit plus, minus, dividiert.